Ja, vielen Dank zunächst dafür, Herr Bayer, liebe Frau Günnes, lieber Herr Günnes, liebe Frau Altgen, liebe Waldfee, liebe Gäste. Ich darf Sie natürlich auch stadtseitig hier ganz herzlich begrüßen zu diesem Kurparkfest einerseits, zum Tag der offenen Tür, am Haus am Kurpark andererseits. Und wenn ich das sehe, was ich jetzt hier sehe, dann ist das, was wir uns seit vielen Jahren schon gewünscht haben. Eine volle Terrasse dieses Hauses am Kurpark und das kombiniert mit dem Kurpark selbst. Und ich glaube, dadurch, dass das Haus jetzt durch die Familie Günnes übernommen worden ist und damit eben auch wirklich frei bewirtschaftet werden kann, ohne die vorher darauf liegende Sozialbindung, da haben wir jetzt auch die Chance, diesen Wunsch, den wir seit Jahren hegen, dann auch zur Umsetzung zu bringen. Und ich danke natürlich ganz besonders der Familie Günnes, die sich hier engagiert, Herrn Bayer, der ja schon alter Bekannter ist im Haus, vorher ja, als es noch unter der Leitung des SOVD war, auch schon verantwortlich war, Frau Altgen sowieso. Ich glaube, das, was wir bieten für das Haus am Kurpark, dieses Umfeld, das ist ja nun mal in Briloner Verantwortung, das lässt sich schon sehen und da lässt sich vieles rausmachen. Den Kurpark, den ich immer wieder gerne als Kleinod in Brilon bezeichne, mit dem landschaftstherapeutischen Weg, der hier angelegt ist, mit dem Teich, der ganz neu gestaltet worden ist, mit dem Barfußpfad und all den Möglichkeiten, die sich hier für junge Familien genauso aber auch für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger bieten. Da haben wir, glaube ich, ein Umfeld, wo wir die Synergien dann gemeinsam mit dem Haus am Kurpark auch nutzen sollten und nutzen können. Deswegen freue ich mich nochmal ganz besonders, dass heute die Eröffnung dieses Hauses offiziell, kann man vielleicht sagen, auch stattfindet. Es gestaltet sich ja auch schon deutlich neu. Die Fassade, die neuen, neu geschaffenen oder umgestalteten Zimmer, die man auch, glaube ich, besichtigen kann, ja, Herr Günnes. Also auch dazu meinerseits herzliche Einladung, wobei ich dazu ja gar nicht befugt bin, dazu einzuladen. nutzen Sie diesen Tag und erzählen Sie weiter von dem, was wir hier zu bieten haben, sodass dann auch das, was wir hier heute erleben, zur Regel wird an jedem Samstag und an jedem Sonntag. Vielen Dank und Ihnen einen ganz schönen Tag.